Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Kühne Knappe. Wir sind immer noch hier unterwegs, wo auch immer wir sind. Weil ich mir so gut Namen merken kann. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, ist Boss-Time. Oh, oh. So, so. Meine Inspektionsspione sagen mir, ne, Insektenspione natürlich, dass der elende Knappe wieder frei in diesen Seiten herumspaziert. In eben diesen Sumpf. Äußerst unschön. Zweifellos sind er und seine jämmerlichen Freunde auf dem Weg nach Artia. Nun, ich werde ihren Abenteuern bald ein Ende setzen. Ich biete ein paar Knappentöter auf. Einige wetzende, zerfetzende Raupen. Oh, die erinnern mich an Astrobot. Die muss ich wahrscheinlich... Oh, da war ich. Erstmal überlegen, was ich zu tun habe. Muss ich den vorne? Ah! Wir müssen den vorne treffen. Eieiei. Sind die alle schneller unterwegs? Ich würde gerne einen wenigstens weg haben. Okay, einer ist weg. Oh. Das ist schon ein bisschen anders. Aber das schaffen wir. Wenn ich nicht hier überall reinrennen. Okay. Okay, ich könnte halt auch den hier machen, ne? Habe ich wieder vergessen. Wäre vielleicht manchmal schlauer. Aber nur manchmal. In dem Fall wäre es das aber. Ja. Haben wir geschafft. Diese Raupen waren ziemlich aggressiv. Ja, das waren sie. Da warten viele Herzen auf uns. Und das zweite Buch. Da war mein Schwert. Ich wollte schon sagen, was ist das da an der Wand? Das war mein Schwert. Okay, mitnehmen. Haben wir gut gemacht. Mann, diese Raupen hast du weggeputzt. Ja, ich habe ja auch meine Schwertverbesserung gehabt, noch von letztem Mal. Die haben wir uns gekauft. Beide Bände sind jetzt wohlbehalten zurück. Wir sind dir für immer dankbar. Wir bedanken uns bei dir mit einer besonderen Darbietung. Oh, eine Feuermuse, die hinan den hellsten Himmel der Erfindung, was auch immer. Ein Recht zur Bühne, Prinzen draufspielen, Monarchen um der Szene Pomp zu schauen. Ich versuche jetzt so schnell zu lesen. Hallo. Ich habe ewig darauf gewartet, meinen großen Spruch aufzusagen. Oh, bravo! Genau auf den Punkt. Und da haben wir es geschafft. Oh, schön. Und nun, tapfere Abenteurer, tretet links von der Bühne ab. Was auf eurer rechten Seite wäre, lebt wohl. Okay. Machen wir. Psst, trommelt nicht so rum. Sonst hört euch der Anführer der Insekten. Oh oh. Boah, seht ihr diese insektig wirkenden Augen? Meinst du die, die rasant immer größer und größer werden? Oh oh. Yo! Oh shoot! Ich hab's ja gesagt, ihr hättet nicht so herumtrommeln sollen. Immer sind es Füße, die für Ärger sorgen. Es tut mir leid, dass ich Füße besitze. Das war nicht meine Absicht. Oh oh. Da ist was. Tada. Und noch mehr Feinde. Oh, guck mal, der Bär im Anzug. Oh mein Gott. Dieser Bär im Anzug ist wunderschön. Geht es perfekter? Ich glaube nicht. So.
Hallo. Vor dir wartet großer Kummer, denn dort wird ein Riesenbrummer. Oh oh. Okay, Riesenbrummer, let's go. Durch den Eingang hörte John bereits die Riesenmücke. Er machte den Bogen bereit. Nun musste er die Sache beenden. Ein für alle Mal. Oh oh. Ich muss erst die... Oh, er haut sie selber weg. Achso, ich muss... Ich habe erst mal überlegt jetzt nochmal, wie das ging, ne? Okay. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh, Gott. Das ist nicht so einfach. Die sind zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich das so schnell machen soll gerade. Oh Gottchen. Das ist zu schnell. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin zu blöd. Ja. Boah, Leute. Ich brauche ein Herz. Jetzt müssen wir das gleich nochmal machen. Die könnten ja mal ein Herz für mich bereithalten. Shit. Wir haben nur eins. Komm schon, komm schon! Wir haben ihn. Oh, das war ganz schön knappig, du. Das war knapp. Eia. Die Mücke war besiegt. Wundervoll. Knappe triumphiert. Ja! Legendär! Atemberaubend, Jott. Jott natürlich, oh Gott. Du hast den Elfenburgen hervorragend geführt, Kühner Knappe. Er hat dir gute Dienste geleistet und nun muss er in die Wälder zurückkehren. Danke, toller Pfeil und Bogen. Ein magischer Bogen, das ist sowas. Der Ausgang aus dem Sumpf liegt vor euch. Solltet ihr hier zurückkehren, werden all seine Bewohner euch freudig begrüßen. Naja, mit Ausnahme der Insekten, ne? Die habt ihr alle vernichtet. Ha, ausgezeichnete Arbeit. Lebt wohl, junge Abenteurer. Okay, haben wir noch hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Okay, dann gehen wir weiter. Puh, wir haben den Sumpf überlebt. Wisst ihr, Mondbart hat ja gesagt, dass hierfür kein Skript existiert. Aber wie sich gezeigt hat, ist kein Skript nicht gleichbedeutend mit sicherem Verderben. Nee, wir haben es hingekriegt. Wir haben improvisiert. Improvisieren gefällt mir. Wie ein Schlagzeug-Solo. Oder freie Malerei. Klingt super, oder? Ja, klingt voll super. Oh! Abenteurer, ich bin wieder mit meiner Liebsten vereint, Kiemhild. Treibold hat mir erzählt, wie ihr ihn gerettet habt. Wir danken euch aus tiefstem Herzen. Die sind viel zu süß. Was für reizende Fische. Ich bin so froh, dass sie einander gefunden haben. Sie wirken zusammen so glücklich. Kommt, machen wir uns auf zu dem Staub. Aber ganz schnell. Raus mit uns. Endlich. Unsere Helden hatten den Sumpf hinter sich. Sehr schön. Na. Die Sonne schien ihnen angenehm ins Gesicht, als sie ihren Weg fortsetzten. Sehr schön. Das ist richtig hübsch hier. Nach einiger Zeit kamen sie an. Wo denn? In Atria? Oh! In Atria. Nee, Atria, so hieß es. Oh, schön! So bunt! Oh. Kapitel 5. Atria. Ja, deswegen heißt es Atria, ich verstehe. Wegen Art. Mhm. Macht Sinn. Oh, toll. Wer bist du denn?
Da sind wir. Trautes halben Glück allein. Hallo, Leute. Tut mir leid, dass wir im Sonnetsumpf die Verbindung verloren haben. Die Bluthufabdeckung ist immer noch ziemlich eingeschränkt. Freut mich jedenfalls, dass ihr nicht von Egeln verschlungen wurde. Ich bin auf dem Weg nach Artia und stoße bald zu euch. Geht's bis dahin ruhig an. Seht euch ein wenig um. Mondbad, Ende. Oh, Viola. Du siehst ja ganz verschmutzt aus. Ich meine, nicht noch mehr, also noch mehr als üblich. Was hast du denn da wieder angestellt? Hallo, Mama. Naja, wir waren, du weißt schon, auf Abenteuern. Hallo, Frau Leu... Hallo, Frau Leuchtpessel. Ja, die Sache ist ganz schön krass, ey. Grummweil plant wieder grummweiliges Unheil. Das macht er ständig. Nun, es ist schön, euch alle zu sehen. Dich auch, John. Ich habe dein letztes Abenteuer gelesen. Wirklich fesselnde Lektüre. Der Teil wurde über... Mama, das hat J alles schon gehört. Schon gut, schon gut. Voila, Viola meine ich. Oh, oh je. Yeah. Hör mal, dein Onkel Ocker. Er hat wieder Schwierigkeiten. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Könntest du mit ihm reden? Ach, war ja klar. In Ordnung, Mama. Ich kümmere mich drum. Das ist alles schön. Ach, es ist alles schön. Ich bin glücklich. Pandi, du bist der berühmte Kühne Knappe, nicht wahr? Ich würde liebend gern 1000 Bilder von deinem Gesicht anfertigen. Mhm. Das ist gar nicht unangenehm. Da ist ein Hund! Oh. Hier ist alles. Oh, ich bin kein Hund. Wie ich schon sagte, ganz bestimmt kein Hund. Ich bin auch keine Katze, nur für den Fall, dass du dich das fragst. Ich bin, ja, okay. Aber... Oh. Ach, da ist er. Hallöchen. Onkel Ocker, was ist los? Oh, meine Rentiergrunsis, meine kleinen runden Schweinchen. Gestern fing sie an, sich seltsam zu benehmen. Rollten umher wie weiche rosa Bowlingkugeln. Sie sind einfach aus dem Hof ausgebrochen. Sucht ihr beide Rentiergrunsis und bringt sie mir zurück. Es sind 6. Onkel, die Schweinchensuche ist unser Spezialgebiet. Naja, eigentlich haben wir das noch nie gemacht. Aber ich bin sicher, wir sind gut darin. Okay, wir müssen Schweine suchen. Das ist die Mona Lisa. Hi. Und diese Saison werde ich kräftige Farben tragen. Ich find's super. Ich bin nur eine Reproduktion des Originals. Oder ist dies andersherum? Das spielt ohnehin keine Rolle. Okay, wir haben ein Schwein. Oh. Das ist alles so cool. Ganz schön viel los hier. Wir haben schon wieder eins verpasst. Start mit Schloss, ein frühes Konzept. Dieses sollte sich schließlich zur Stadt Artia entwickeln. Wow, da hat sich einiges getan. Da hat sich wirklich sehr viel getan. Oh, die grunzen richtig. Muss ich die da reintun? Noch 5 Radiergrunzis. Willkommen zurück, kleines Schweinchen. Okay. Das ist so schön. Oh, dieser Saft ist köstlich. Gibt's wahrscheinlich auch eine recht gute Mahlfarbe ab. Aha, da draußen ist ein Schwein. Obst ist in der Schlüssel. Es ist der Schlüssel zu Gesundheit und Glück. Ja, das ist richtig. Vielleicht. Wie komme ich denn dann aus zu dem Schwein? Noch finden wir keinen Weg nach draußen. Was mit dir? Ich bin hingerissen vom Geheimnis dieser Pyramide. Seit 3 Tagen stehe ich jetzt hier und betrachte sie. Okay. Ich kann dir da aber nicht helfen, glaube ich. Da ist ein Schlammloch. Da können wir aber leider nicht reinspringen. Der Kühne Knappe. Welch eine Ehre. Tut mir leid, dass ich so verlegen bin, aber ich begegne nicht oft Prominenten. Da ist ein... Okay. Können wir auch nichts machen, ne? Wir können hier drin nicht hüpfen. Wie süß. Ich will da rein. Kann ich da rein? Oh, guck. Aha. Ein Schwein. Warte, wir gehen gleich nochmal genauer da reingucken. 2. Noch 4 Radiergrunsis. Toll, wie du sie zusammentreibst. Mach ich super. Ich bin selber ganz begeistert von mir.
Das sind wir in verschiedenen Farben. Das ist noch eine Mona Lisa. Gibt's hier mehrere Mona Lisas? Warte mal, jetzt sehe ich es nicht richtig. Mit Punkten bedeckt sieht alles besser aus. Ich versuche Artia mit Punkten zu bedecken, aber der Hausmeister lässt mich nicht. Oh, wie gemein. Komme ich da rein? Ich kann es wirklich empfehlen, in einem Kürbis zu wohnen. Wenn du Hunger bekommst, kannst du einfach am Mobiliar knabbern, ne? Ich mal Wasser. Schönes blaues Wasser. Und Seerosenblätter. Die mag ich auch recht gern. Oh, das ist eine Statue von uns. Wie viele Charaktere gibt es hier? Wie komme ich darüber? Die Sonnenblumen sind schön. Wenn man die Natur wahrhaft liebt, wird man überall Schönes finden. Ich bin nicht hier. Okay, du bist doch hier. Ich sehe dich doch. Möglicherweise war ich ja mal hier. Doch jetzt bin ich es definitiv nicht. Obwohl ich in Kürze wieder hier sein könnte. Okay. Das ist ein Dino! Jo, hey, ich liebe diesen kleinen Teil der Stadt. Aha, vielleicht mal ich ihn eines Tages. Okay. Was ich da lese? Die Abenteuer des Knapp natürlich. Die angesagten Bücher im ganzen Land. Ich wünschte, ich könnte diesem kleinen Knappen eines Tages begegnen. Ja, aber ich bin das doch. Check mich mal ab, ey, ich bin das. Okay, der hat ein Ei. No, herzlichen Glückwunsch. Du hast die wunderbarste Entdeckung gemacht. Mist. Cool. Nachher werde ich mir ein paar Pinsel holen. Es ist so belebend, neue Malutensilien zu kaufen. Ja, das stimmt. So neue Sachen kaufen generell. Da ist ein kleiner Obstvogel. Hier geht so viel ab. Ich war hier noch gar nicht überall. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen überfordert, glaube ich. Nummer 3. Noch 3, Radio Grunzis. Du hast es fast geschafft. Ja, 2 Stück weiß ich noch nicht, wie ich dran komme, ne? Da waren wir drin. Oh. Hallo, ich arbeite an einem Selbstporträt. Wenn man drüber nachdenkt, bin ich eigentlich als Einziger dazu berufen, ein Selbstporträt von mir anzufertigen. Das ist richtig, ja. Oh mein Gott, was bist du denn? Ich hab dich in Bilderbüchern gesehen. Du bist Jot, der kühne Knappe, nicht wahr? Ich bin selbst ganz schön kühn. Meine Mutter sagt, ich sei ein Unruhestifter, aber das sehe ich anders. Gefallen euch meine Blumen? Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Nur eine Blume kann das Wesen einer anderen Blume erkennen. Ich mal gern die Bewohner von Artia. Ich mal Leute, wie ich sie denke, nicht wie ich sie sehe. Oh, der kühne Knappe, wie schön, dass du hier bist, weißt du? Viele Leute kommen her, um mein Lächeln zu sehen. Das macht mich ganz verlegen, aber ich bemühe mich, es nicht allzu sehr zu zeigen. Wer bist du? Ich liebe es, Schmetterlinge zu malen, obwohl ich noch nie einen habe schmettern sehen. Ja. Wir können hier was einkaufen. Wieso ist der da hinten verpixelt? Wir holen uns das Rollbild, weil was anderes können wir uns nicht holen. Ah. Violas Konzeptcharakter. Viola war einmal ein Kaninchen. Das ist ja cool. Ich finde das super spannend, diese ganzen Sachen, ne? Psst. Er hat mich nicht gesehen. Okay, Entschuldigung. Das ist ein sehr großes Schwein. Das ist ja mein schweres Kerlchen. Holla, das ist Knirps. Er ist das goldigste Radiergrunzi, aber er schläft sehr viel. Eigentlich sollte er in seinem Schlammbad auf Ockers Hof sein. Tragen wir ihn dorthin zurück. Es schmeichelt uns, dass du glaubst, wir hätten genug Muckis dafür, aber diesen Knirps können wir nicht mal 1 Zentimeter weit tragen. Hey Leute! Krass hat recht, wenn ihr versucht, Knirps zu tragen, verrenkt ihr euch, naja, alles. Nein, das ist nur was für Kühne. Ja, ich glaube, irgendwo auf dem Schreibtisch liegt was, das dir helfen kann. Spring doch mal raus und such danach. Mondbad Ende. Ah, etwas, das dieses Schweinchen bewegen könnte, das wäre was. Klingt, als müssten wir eines dieser wirbelnden grünen Portale finden. Ich mache einen kleinen Urlaub in Artia. Kurz nährt die Seele, finde ich. Aber können wir dich nicht finden? Oh! Was für eine unheimlich aussehende Skulptur! Okay.
was ich zeichne. Eine glitzernde Gestalt mit glitzernden Lippen, einen Schädel, einen Brustkorb. Das ist eine Geburtstagskarte für meine Freundin. Okay. Ich bin verwirrt. Aber ich freue mich, auch wenn ich verwirrt bin. Ich nenne diese Skulptur Übran. Ah, Tia ist ein Zuhause für alle Arten von Künstlern. Ich selbst zeichne gern Spiele. Haben wir jetzt alle gesehen? So, jetzt sind es nur noch die zwei Außenschweinchen, die wir zurückbringen bringen müssen. Noch zwei Radiogrunsis. Auf dem Ockerhof ist wieder was los. Du bist doch sowas. Hey, seht mal da, das grüne Funkeln unter diesem Hund. Anscheinend hat er sich genau auf einem magischen Flecken niedergelassen. Hey, mach mal Platz, Huni. Na komm, Hundchen, warum rückst du nicht ein Stück zur Seite? Du sitzt da auf was ziemlich Wichtigem. Ich bin kein Hund. Sieht nicht so aus, als würde er sich rühren. Wie kriegen wir ihn dazu, sich zu bewegen? Vielleicht, wenn wir seinen Besitzer finden, der könnte eine Idee haben. Oh, ja, ich kenne seinen Besitzer. Herr Magri, ein kluger Kopf mit einem passenden Hut. Wo war der denn? Wo war der denn da unten, ne? Der gesagt hat, er ist gar nicht da. Du bist das. Hey, Herr Magri. Oh, bonjour, junge Viola. Ist schön, dich wieder in der Stadt zu sehen. Du bist ein Stück gewachsen. Oder vielleicht ist die Welt ein Stück geschrumpft. Schwer zu sagen, was zutrifft. Was kann ich für dich tun? Es geht um Ihren Hund. Er sitzt auf etwas sehr Wichtigem. Haben Sie vielleicht ein Rad, wie wir ihn da wegkriegen? Ah, interessante Frage. Leider ist mein Kopf gerade völlig leer. Ich brauche etwas zum Anregen der Gedanken. Und ich brauche etwas zum Aussehen meiner Anregungen. Ich brauche einen Apfel. Na gut. Wir besorgen Ihnen einen Apfel. Woher bekommen wir einen Apfel? Von einem fruchtigen Ort, schätze ich. Oh Gott. Warte mal, wir hatten einen fruchtigen Ort. Ich erinnere mich irgendwie. Hier ist so viel los, dass ich irgendwie nichts weiß. Aber hier gab es was Fruchtiges, oder? War das da? Ja. Wer seid ihr denn? Na, sie, weil wir da haben. Oh, hallo Zwecki, hallo Klammerer. Lang nicht gesehen. Platsch. Die lassen uns da nicht durch, ne? Ja, dann müssen wir beim nächsten Mal gucken, was wir da machen. Aber nicht mehr heute, würde ich sagen. Denn das war's für diese Folge. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.